Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlow mit BMZ Nummer 171 und den Themen Fernkampf-Retri, Zufalls-Layout und E-Sport. Hi Barlow, was hältst du von der Idee, dass man jeder Klasse, die reiner DD ist, eine Nahkampf- bzw. Fernkampf-Skillung hinzufügt? Hatten gerade die Schnapsidee im TS. Beim Hunter hat man das ja schon. Aber als Hexer mit dem Stock auf Bosse einprügeln ist bestimmt spaßig. Als Warrior irgendwas mit Wurfäxten machen wäre bestimmt nice. Wäre das das? Also, auch als Hexer mit dem Stock auf irgendwas einprügeln, stelle ich mir jetzt die Frage, ob das so spaßig wäre. Aber okay, kommen wir gleich zu. Warrior Tanks gibt es ja schon. Aber einen Alchi-Spec? Ein Alchi-Spec als Krieger, um zu. Ach so, stelle ich mir schlecht vor. Dumm und schlecht. Also nur bei den DDs und nur Fernkampf-Skillungen für Nahkämpfer und Nahkampf-Skillungen für Fernkämpfer, ja? Also nicht alle Rollen für alles. Ich habe allgemein schon häufiger darüber nachgedacht, warum es halt nicht so Ausweich-Specs gibt, dass man halt sagen kann, ich kann jede Rolle zur Not irgendwie erfüllen, damit wir irgendwie einen Dungeon oder sonst was machen können. Aber dann überlege ich, diese grundsätzliche Idee hat uns die, was haben wir, 36 Specs oder so, die wir zurzeit haben, gebracht, die kein Mensch vernünftig balancen kann. Also ursprünglich war es im Game Design ja nicht geplant, dass jeder Talentbaum eine für sich geschlossene, spielbare Spec wird, die absolut mit allen anderen auf höchstem Niveau mithalten kann. Das hat sich im Laufe der Zeit so entwickelt. Im Laufe der Zeit war das so, dass jeder Spieler, der irgendeine bestimmte Exoten-Kack-Spec gespielt hat, gesagt hat, ich will damit aber auch unbedingt PvE spielen können. Und Blizzard hat sich dem angepasst und hat aus jeder Spec eine spielbare und konkurrenzfähige PvE-Spec gemacht. Und ich weiß, jetzt wird es wieder so ein paar geben, die rumheulen, meine Eule ist aber 7% schlechter als... Ja, ja, ist schon klar, aber... Wenn man sich das in sowohl WoW selber in der Vergangenheit als auch in anderen MMOs anguckt, ist das, was wir als minimale Balance-Unterschiede haben, quasi homöopathisch. Es gibt halt Spiele, in denen ist es so, wenn du eine bestimmte Spec spielst und Damage-Dealer gesucht wird, dann machst du halt als dieser Damage-Dealer mit dem Besten, was du raushaust, ein Drittel von dem Damage eines anderen. Ob das jetzt grundsätzlich gut ist, ist mal eine andere Frage, aber damit will ich halt nur sagen, wie exzellent das Balancing in World of Warcraft ist. Und für mich ist das ein Großteil auch, was zu einem Problem geworden ist. Früher war das ein bisschen so, dass jeder gesagt hat, zu Recht gesagt hat, ich will zumindest mit der Klasse, die ich spiele, konkurrenzfähig mitmachen können. Zunächst mal im PvE. Im PvP auch, aber der größte Fokus von der Mehrheit der Spieler liegt halt nun mal auf dem PvE. Und das ist zum Teil auch nur durch grenzwertige Designentscheidungen passiert, ne? Indem man halt gesagt hat, naja gut, du kannst zwar eigentlich nichts, aber du bringst dafür irgendeinen Buff mit, der dafür sorgt, dass du eingeladen wirst, weil du eben, keine Ahnung was, Druid oder so bist. Und das war schon heftig genug. Und heute ist es halt so, dass alle erwarten, dass was, 40 Specs, 36 oder so, alle perfekt gebalanced sind. Und es ist halt schwierig, eine gute Balance, aber trotzdem noch Einzigartigkeit und irgendwie eine Identität der entsprechenden Spec zumindest mal. Zum Teil auch Klasse, aber auch der Spec hinzubekommen. Und es wird halt nicht leichter, je mehr man davon baut. Und ich wette mit dir, wenn es jetzt hieß, okay, jede Klasse bekommt zum Beispiel mal eine, na gut, bei einer Fernkampf-Spec musst du halt ein komplettes neues Game-Design machen. Du musst ja irgendwas designen, was sich tatsächlich auch einzigartig spielt und das, da wirst du ja wahnsinnig. Wenn du für jede Fernkampfklasse eine neue Melee-Spec machst und wenn du für jede Melee-Spec eine neue Fernkampf-Spec machst, wie viel designst du dann? 10 neue? 12 neue oder so um den Dreh in der Größenordnung? Die alle irgendwas Besonderes können? Wenn das in Sachen Rollen ginge, wäre es, glaube ich, noch irrer. Also, weil du irgendeine Möglichkeit findest du bei den Nahkämpfern schon zu sagen, so machen wir dich zum Fernkämpfer. Früher konnten die meisten davon, bis auf den Red, glaube ich, ja auch Fernkampfwaffen equippen. Und ich kann mich noch an Gaddon erinnern, wo es bei uns so war, dass wir da gestanden haben in Molten Core mit unserer Fernkampfwaffe, damit wir nicht in diesem pulsierenden AOE von Gaddon waren. Und einfach draufgeschossen haben.
auch ein Wunder, ne? Wenn man sich jetzt überlegt, dass man so einen Kampf gewinnen konnte, in dem alle Nahkämpfer draußen gestanden und mit kleinen Kügelchen geschossen haben. Also da gab es ja schon irgendwas und dann ließe sich bestimmt was machen. Bei den Fernkämpfern, die zum Nahkämpfer werden, ist es bestimmt bescheuert, weil wie du es beschreibst, mit dem Stock auf den Mob einzuhauen, klingt irgendwie jetzt nicht so spannend, aber Styles klingen jetzt auch irgendwie merkwürdig. Und dabei gab es ja mal so eine Idee, als Priester hatte den Buff, der ihm sowohl Rüstung, glaube ich, als auch Attack Power oder so gegeben hat. Also irgendwas in die Richtung war zumindest mal zwischenzeitlich im Design angedacht. Übrigens, ich habe mir eine Weak Hour gebaut, die kann man sogar da oben sehen. Ich habe mir eine Weak Hour gebaut, die mir angezeigt, es war nur ein Test, die mir anzeigt, wenn ich selber kein Prayer of Mending mehr habe. Und die irre Geschichte, ich kann die anklicken und dann verschwindet die. Irgendwann muss ich damit mal experimentieren. Ich wollte damit irgendwie Trade-Skill-Buttons bauen, die mir halt anzeigen, wenn ein bestimmter Trade-Skill-Cooldown abgelaufen ist. Und ich dann... Ja, um den halt benutzen zu können, indem ich ihn einfach anklicke. Ich werde daran schrauben. Es ist grundsätzlich nur eine Abänderung der Artefakt-Power-Weak-Aura. Und ich bin komplett unbegabt, was Programmieren oder so betrifft. Aber das habe ich hinbekommen. Das habe ich mir irgendwie zusammenkopiert. So. Wie wäre es denn mal mit Enis, die sich nach Zufall aufbauen? Man hat x Anzahl an Räumen, die sich mit jedem Betreten halt random anordnen. Und jeder Raum hat andere Gegner. Und in jedem zum Beispiel fünften Raum kommt ein Boss vor, der entweder fest von der Reihenfolge ist oder man hat so eine Handvoll Bosse, aus denen werden auch immer so 4 bis 5 nach Zufall angeordnet. So hätte man bei jedem Betreten eines Dungeons einen anderen Weg, anderen Trash, eine andere Reihenfolge an Bossen. Zumindest würde man sich ständig immer nur, würde man nicht ständig immer nur dieselben Innis sehen. Da es schon ein großer Zufall sein muss, dass ein Run dem anderen vom Aufbau gleicht. Umso mehr Räume Bliss dann zur Verfügung stellt, umso mehr zufällige Dungeons könnten entstehen. Wann sind eigentlich Jedesto gestorben? Wenn es auch nur so 10 Räume geben würde, dann wäre die Wahrscheinlichkeit höher, dass man irgendwann nicht mehr viel Neues hat. Aber wenn man 50 bis 100 zur Auswahl hat, kommt oft immer was Neues bei raus. Wenn man sowas dann noch mit Mythic Plus zusammenmischt, könnte da schon eine harte Nuss bei rauskommen. Ja, das mit Mythic Plus ist halt so eine Sache. Sowas Ähnliches gibt es ja in Form von Greater Rift, die zufällig aufgebaut sind. Für mich ist es halt so ein bisschen so, wie geil fändest du ein Rennspiel, wenn die Rennstrecken zufällig wären. Und du an der Startlinie noch nicht wüsstest, ob als nächstes eine Rechts- oder Linkskurve käme. Wäre gar nicht mal so geil, ne? Und so geht mir das halt auch. Also das ist halt für mich auch immer so ein Greater Rift-Problem gewesen, dass du so ein bisschen auf den glücklichen Zufall wartest und dieser glückliche Zufall im Endeffekt auch der bestimmende Faktor ist, was deine beste Zeit wird. Finde ich persönlich jetzt nicht so gut. Für mich war das halt schon immer so, auch in Diablo, was ja das Grundkonzept ist, wo das mit den Dungeons so funktioniert oder mit dem ganzen Spiel, ne? Alle Maps sind zufällig aufgebaut. Meine Faustregel ist immer, Zufall ist kein Content. Also irgendwie so ein paar Teilsets zu bauen und so ein paar Monster zu bauen und die dann zufällig zusammen zu spammen, ist für mich kein Content. Das ist nicht weniger langweilig für mich, nur weil es irgendwie zufällig aufgebaut ist. Im Gegenteil, für mich wird es schneller öde, weil ich mir zum einen veralbert vorkomme und b, das andere immerhin noch den Reiz für mich bietet, Elemente zu lernen. Und kleine Tricks und Kniffe zu lernen, dass ich halt weiß, an der und der Stelle komme ich hier an der Patrouille vorbei und die laufen hier lang. Die Mobs können das und das. Das heißt, den einen können wir mit dem und dem CC ausschalten und so weiter und so fort. Das ist bei zufälligen Elementen alles in der Form zumindest nicht mehr gegeben. Und dann musst du dich halt noch fragen, es gibt ja auch eine gewisse Lore dahinter. Also die Dungeons haben ja eigentlich eine Geschichte, die zu ihnen gehört. Die ist uns mal mehr und mal weniger mit Sicherheit bewusst, je nach Dungeon. Aber es gibt ja schon ein paar, die bewusst so sind, wie sie sind. Ich denke da zum Beispiel immer, eines meiner Lieblingsdungeons oder mein Lieblingsdungeon, die Schwarzfelstiefen. Und da ist ja der Aufbau so, du kommst rein und dann... gehst du ein Stückchen geradeaus und dann gibt es links diese Tür, gibt es links einen Eingang in so einen Block rein, in dem man ein Tor verriegeln kann.
und dieses riesengroße Tor. Und dafür brauchte man früher auch noch einen Schlüssel. Und erst wenn man dieses Tor verriegelt hat, kann man oben durch das Tor durchgehen. Also es ist ja, sowas funktioniert ja alles mit Zufallselementen nicht. Und es gibt ja auch einen Grund, warum dieses Dungeon so aussieht, wie es aussieht. Und ich glaube, das wird halt ziemlich schwierig, wenn du halt so einzelne Blöcke zusammensetzt, dann weiß ich nicht so recht, wie das geht. Wenn überhaupt, glaube ich, könnte ich mir sowas eher in so einer, vielleicht sowas wie eine Szenarioform oder so. Wo man schnell und schmutzig einfach kämpfen kann. Sowas gibt es ja in der Form eigentlich in WoW nicht, ne? Also man kann jetzt sagen, gut, mittlerweile, wenn man die Sachen outgeht, sind HC-Dungeons sowas, aber eigentlich sowas zum schnell kämpfen, so das Rift-Konzept von Diablo gibt es nicht. Also wenn, könnte ich mir das da vorstellen. So eine Art Szenario-Geschichte, wo man in Wellen irgendwelche, nicht in Wellen, also nicht, wo man stehen bleiben muss, das ist dann auch immer langweilig, aber mehr oder weniger so Mob-Kombinationen bekommt und sich da durchschnetzelt und dann zwischendurch Zwischenbosse macht. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Ja, mal schauen. Also vielleicht gibt es irgendwann so eine Idee von Blizzard in der Richtung. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Aber wer weiß. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Es gibt einige Dinge im Laufe der Jahre in World of Warcraft, mit denen viele von uns möglicherweise nicht gerechnet hätten und die dann trotzdem gekommen sind. Hi, Balo. Du sagtest ja schon öfter, du guckst gerne Sport, vor allem Fußball. Absolut. Meine Frage, was hältst du von E-Sport? Das Lustige ist, dass ich, als ich das Video gemacht habe, ich kurz überlegt, wie schreiben wir eigentlich E-Sport korrekterweise im Deutsch? Und dann ist mir aufgefallen, dass wir es im Englischen und Deutschen offenbar unterschiedlich schreiben. Im Englischen ist es Plural, E-Sports, mit kleinem E und großem S. Und im Deutschen ist es, warte mal, ich muss mal gerade gucken, was zumindest was Wikipedia sagt. Da wird es mit E-Sport geschrieben. Ich bin mir aber fast sicher, dass ich auch die Variante im Deutschen schon gelesen habe mit kleinem E und dann Bindestrich Sport. Aber gut, anderes Thema. Egal ob E-Sport zuschauen oder die Förderung von E-Sport und den Spielern. Also grundsätzlich finde ich es interessant. Also ich finde jede Art von Wettkampf interessant, wo Leute etwas machen, was ich nicht kann. Und damit auch E-Sport. Was ich halt wichtig finde, ist, um es spannend zum Zuschauen zu finden, muss ich im Minimum mal nachvollziehen können, was da zu jeder Zeit passiert. Und das schließt für mich eine ganze, ganze Menge Spiele aus. Weil es eine ganze Menge Spiele gibt, die so unglaublich komplex sind, dass du, selbst wenn du zuguckst, erstmal keine Idee hast, was genau da eigentlich passiert und wie die Situation einzuschätzen ist. Im Fußball reicht ein Blick aus. Du guckst drauf, da steht das Ergebnis. Damit weißt du schon mal, wie es steht, und ansonsten weißt du, wer gerade am Ball ist, und du weißt, wie das Konzept eines Tores funktioniert. Und damit hast du alles, was du wissen musst, das ist ultra leicht zu verstehen. Es gibt wieder Spiele, wo die vermutlich auch leicht zu verstehen wären, die ich nur nie verstanden habe, also Sportarten, wo das nicht so ist, und dann gibt es halt Spiele, bei denen es überhaupt nicht so ist. World of Warcraft Arena mal, um da ein Beispiel zu nennen. Ja, man weiß, wenn die eine Mannschaft tot ist, dann hat die andere Mannschaft gewonnen. Aber da im Laufe des Kampfes zu erkennen, wer die Oberhand behält, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Erste stirbt, wo ja meistens die Kämpfe vorbei sind, also die Gruppen, der Rest der Gruppe meistens zumindest, das Spielfeld verlässt, wenn einer von ihrer Gruppe gestorben ist. Manchmal wird auch noch weitergekämpft und gehofft, den Crosskill zu machen. Da ist das viel, viel schwieriger. Und das ist halt eigentlich das einzige Problem, was ich mit E-Sport habe. Dass es viele Sachen gibt, zu denen ich entweder keinen Bezug habe, weil mich das Spiel zu keinem Zeitpunkt interessiert, oder aber wo mich das schon interessiert und ich es schon grundsätzlich mir angucken würde, aber überhaupt nicht verstehe, was gerade die Situation ist. Overwatch ist für mich so ein Beispiel, wenn da irgendwelche Leute an irgendeinem Bahnwaggon entlang rennen und ich keine Ahnung habe, wann endet die Runde, wo hat sie angefangen, was ist das Ziel? Und was ist der Weg dahin? Also was muss ich mir gerade angucken und wo ist der Spannungsfaktor, bei wem der was gerade tut? Förderung ist wieder ein anderes Thema. Also Sportförderung, glaube ich, da kann man lange und stundenlang darüber reden, warum oder warum nicht irgendjemand eine finanzielle Förderung erhalten sollte für etwas, was potenziell zumindest für ihn ohnehin schon geldbringend ist. Aber machen wir ein andermal. Glaube ich.
Hallo Balo, hatte vor 2 Monaten meine Deppengeschichte als Kommentar gepostet, war aber wohl ein wenig verspätet, sodass du das nächste Video schon produziert hast. Da du zu mehr Deppengeschichten aufgerufen hast, poste ich sie ganz vorsichtig noch einmal. Vermutlich kann ich sie eher als Whoops des Tages bezeichnen. Kann sie eher als Whoops des Tages bezeichnet werden. Als wir vor ein paar Monaten im Progress bei Gul'dan Mythic waren, hatte ich zu der Zeit gerade ein paar meiner Aktionsleisten mit Shift-Modifier-Makros umgebaut. Kurz nach Kampfbeginn drückte ich dann Shift für meine Fähigkeit, während ich gleichzeitig mit dem Mausrad zoomen wollte, um noch mehr vom Bosskampf zu sehen. Erster Fehler, du hast auf die Mausradfunktion per Default Zoom rein und Zoom rausgelegt. Die Tasten sind viel zu gut, um die mit Zoom belegt zu lassen. Dummerweise war Shift-Mausrad offenbar noch mit der Standardbelegung versehen, nämlich die Aktionsleiste umzuschalten. Ja, das ist doof. Dies habe ich aber gar nicht so schnell realisiert, da meine Aktionsleisten normalerweise durchsichtig sind, weiß ich ja, wie ich sie belegt habe. Aus meiner Hauptleiste wurde plötzlich eine andere und auf fast keiner meiner Tasten drücke folgt noch eine Reaktion. Also Schneider, hat Schneiderbuch aufgemacht, Feast gestellt. So, wo sind wir denn? Erfolgt die Reaktion. Wie man das wohl im Eifer des Gefechts so macht, wenn eine Fähigkeit nicht funktioniert, hämmere, wie ich richtig. Wenn etwas nicht funktioniert, drückt die Taste fester. Hilft oft. Erst etwas später realisiere ich, dass ich die Leiste aus Versehen umgeschaltet habe. Vor dem Raid hatte ich mein Inventar stolz mit 60 neuen Default Augment Runes vom AHA gefüllt. Diese waren wohl in der neu umgeschalteten Aktionsleiste an der Position meiner Hauptfähigkeit. Ich ahne es. Und durch mein Tastengehämmer habe ich tatsächlich alle davon verbraten. 2 Sachen habe ich gelernt. Erstens, wenn du mit Shift-Modifiern spielst, entferne alle Keybinds, um Aktionsleisten umzuschalten. Und zweitens, Default Augment Rooms haben keinen Cooldown. Na, die haben, glaube ich, zumindest einen Global Cooldown, ne? Ich kann es jetzt hier gerade nicht testen und ich will nicht umloggen, weil das so Ewigkeiten dauert, aber ich glaube, einen Global Cooldown haben die. Ein netter Gildenkollege hat mir sogar ein paar neue Runen spendiert. Ich glaube, das habe ich in der Form auch mal oder in ganz ähnlicher Form auch mal gehabt. Ist es nicht auch so, dass Shift und die eine Taste auch umschaltet auf die entsprechende Aktionsleiste per Default? Ich meine, ich musste auch mal alle Keybindings, die irgendeinen Modifier hatten, entfernen, weil ich mir Makros geschrieben habe oder schreiben wollte, in denen eben Modifier drin sind. Also Control 1 und so weiter sind, glaube ich, die Pad-Bar, also die Pad-Funktionen. Und beim Rest weiß ich nicht. Boah, dieses Juwelengeschleife geht mir so auf den Sack. Steuerung S, oh. Und ja, ich habe mich gewundert, dass die nicht funktionieren. Und ich denke mir, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich das Makro geschrieben, warum funktioniert Mod Doppelpunkt Shift nicht? Bis mir dann aufgefallen ist, dass das offenbar, diese Kombination zwischen Shift und dieser Taste, belegt war. Werden jetzt einige sich auch denken, Moment, das Problem hatte ich auch, dass ich irgendwas nicht mit Shift-Modifier nutzen konnte. Dann mal gucken, ob die Shift-Modifikation irgendwo anders genutzt ist. Ja, kenne ich. Also kenne ich durchaus und meine Krönung ist, dass ich die F-Tasten früher belegt hatte mit den Einzelsägen und die waren dann irgendwie von F1 bis F irgendwas, ne? Keine Ahnung, wie viele Einzelsägen es da gab, aber es gab eine Menge und dann habe ich glaube 4 war dann Blessing of Kings oder so und dann habe ich die ganzen F-Tasten nochmal belegt mit Modifier und das war dann irgendwie alt für den Gruppenbuff. Und dann wollte ich den Gruppen Blessing of Kings geben und bin aus WoW rausgeflogen. War nicht so schlau, habe ich nur einmal gemacht. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. In diesem Sinne, tschüss, sagt euer Onkel Balo.